Herzlich willkommen in Offlum, eine Bauernschaft der Gemeinde Neukirchen im Kreis Steinfurt. Und ja, das kommt dem ein oder der anderen bekannt vor, Kreis Steinfurt ist auch die Landersum. Und Offlum ist direkt im Prinzip der Nachbarort der Landersum. Also wenn man auf der Bundesstraße der Landersum weiterfahren würde, würde man nach Offlum kommen. Geschickt hat mir diese Karte der Map Design 01, der gleichzeitig natürlich auch der Erbauer dieser Karte ist. Und ich möchte jetzt mal einen kleinen Einblick in dieses Stückchen Land geben. Es handelt sich bei der Offlum um eine einfache Karte, also keine Vierfach-Map, die im Modhub bereits eingereicht ist, wo wir auch gleich zu dem Punkt kommen, wann kommt die Karte raus, das weiß man nicht. Je nachdem, wie lange Giants testet, ob die Karte nochmal zurückkommt, ob sie wieder reingeht und so weiter und so fort. Es gibt keinen genauen Zeitpunkt. Wichtig ist nur, die Karte ist eingereicht und die Karte wird auf Modhub erscheinen. Ganz klar ist natürlich, dass die Karte für PC erscheint. Ob sie für Konsole erscheint, liegt mir aktuell nicht vor, blende ich aber ein, sollte ich dazu nähere Informationen haben. Kommen wir nun erstmal zu den Hard Facts der Karte. Die Karte beherbergt insgesamt 128 Flächen. Flächengrößen sind dabei ganz unterschiedlicher Natur, von unter einem Hektar über 2 Hektar, 4 Hektar, 6 Hektar und so weiter und so fort. Durchschnittlich würde ich sagen, irgendwas zwischen 2 und 3 Hektar ist die, ja, Größe oder die meistvertretenste Größe der Felder. Wo wir gerade bei Feldern sind, können wir auch kurz über die Feldfrüchte sprechen, denn hier sind zwei weitere Feldfrüchte dazugekommen. Zum einen den Grünrocken, der ja auch gern als Zwischenfrucht genommen wird, den ihr dann im grünen Zustand, ja, der Grünrocken halt, häckseln könnt als Ganzpflanzensilage. Aber auch das Ackergras hat hier auf der Offlum Einzug gehalten und das ist mal eine willkommene Abwechslung zu den Standardfrüchten. Von den 128 Flächen sind 16 Flächen Wiesen und Weiden, die quer auf der Karte verteilt sind. Die Holzfreunde unter euch dürften sich auch zufriedenstellen, denn 10 Flächen sind Wälder, also ihr habt 10 Gebiete, in denen ihr schön Forst betreiben könnt. Auf der Karte finden sich 5 Höfe und 3 Biogasanlagen. Also auch für jeden Multiplayer-Betrieb definitiv bestens geeignet. Landschaftlich ist die Offlum genauso wie die Landersum eher flach angelehnt, was aber nicht bedeutet, dass die Feldflächen komplett plan sind. Du hast definitiv auf der Karte und auf den Flächen kleine Hügel, kleine Senken, die gerade bei nasseren Bedingungen auch etwas schwieriger werden können und auch ganz gern mal etwas stärkere Maschinen erfordern, das heißt von kleinen bis großen Maschinen kannst du hier im Prinzip alles nutzen. Was für die Karte auch sehr spezifisch ist, sind überall kleine verwinkelte Feldwege und vor allem eine ganze Zahl an Gräben, die man hier überall findet, damit das Wasser von den Feldern ablaufen kann und sich dann entsprechend in den Gräben sammelt. Das macht die Karte hier definitiv so ein bisschen aus und macht es auch ein bisschen schwieriger, mit größeren Gerätschaften zu hantieren. Auf der Karte starten wir leicht südlich der Kartenmitte auf einem Hof, der ganz klar auf die Tierzucht ausgelegt ist, denn ihr findet hier nebst verschiedenen Gebäuden, die ziemlich nordisch angehaucht sind, sage ich mal so von meinem Feeling her, findet ihr 2 Kuhställe und 2 Schweineställe, also hier ist ordentlich Durchsatz. Und damit ihr auch direkt loslegen könnt, ist ein Startfuhrpark natürlich angelegt und unter den entsprechenden Unterständen oder auch in den Gebäuden abgeparkt. Dazu gehören 2 Schlepper der kompakten Klasse sowie Mähdrescher und diverse Anbaugeräte, Güllefass, Ladewagen, Tierhaltungsgeschichten etc. pp. Also du musst hier nicht zwingend irgendwas zukaufen. Was du allerdings zukaufen musst, zumindest in der Kartenversion, die ich jetzt hier habe, sind Feldflächen, denn da gehört uns am Anfang rein gar nichts. Es bietet sich hier vielleicht an, mit einem Pachtmod zu spielen, um sich ein bisschen was von seinem Geld zu sparen, denn Tiere hast du bei dir in den Stallungen auch noch nicht. Ansonsten bedient sich der Hof an Gebäuden, die du im Modhub findest oder speziell auch in DLCs, sowie beispielsweise dem Pumps and Hoses DLC mit Stahlkammprodukten, die hier auf der Karte durchaus vertreten sind und hier am Haupthof in Form eines Güllebehälters. Und da die Inhalte vom Pumps and Hoses DLC auch Manual System Ready sind, erübrigt sich die Frage nach der Vorbereitung. Leider Gottes ist es so, dass die Stallungen hier noch kein Manual-System ready haben, sind allerdings Gebäude, die allesamt aus dem Modhub stammen, vielleicht werden sie noch geupdatet oder man nimmt sich entsprechende Alternative in Form von Anschlussmöglichkeiten, die es ja mittlerweile auch schon separat auf dem Modhub gibt.
Beim Besuch der anderen Höfe hier auf der Offlum wird auch ganz schnell klar, dass Viehzucht hier an allererster Stelle steht. Es gibt keinen reinen Getreide- oder Ackerbetrieb, sondern alle haben Stallungen verschiedener Couleur, verschiedene Gebäude am Start, vor allem aber auch die Kuhzucht, wo es teilweise wirklich richtig, richtig coole Gebäude gibt, bis hin auch zu Freilandsilos, die mal verbaut wurden, um mal eine Alternative zu den üblichen Silos, die wir so kennen, aufzuzeigen. Der ein oder andere Betrieb hat dann sogar auch eine Biogasanlage mit am Start, die eine etwas kleiner, die andere etwas größer, doch in Summe sind es immer Biogasanlagen aus dem Pumps & Hoses DLC. Bedeutet auch, ihr könnt sie natürlich jederzeit komplett abreißen. Und komplett abreißen ist natürlich ein Stichwort, denn die Gebäude, die auf den Höfen gebaut sind, ich hatte es ja schon eingangs erwähnt, sind Vielzahl vom Mod-Hub abgesehen von dem einen oder anderen Silo, bedeutet, die können immer abgerissen werden und ihr könnt dort andere Dinge platzieren, euch also die Höfe entsprechend umbauen, ähnlich wie das bei der Ostseeküste vielleicht der Fall ist. Bei meinem Streifzug über die Map musste ich an einer Wiese Halt machen, die mich doch sehr an die MVP19 erinnert. Mecklenburg, damals unser Projekt im LS19. Dort gab es Wiesen, die mit Gräben durchzogen waren, was es ein bisschen komplizierter gemacht hatte, das Ganze ja zu bewirtschaften. Und das habe ich auch hier wieder an einer Stelle bei einer Wiese wiedergefunden und ich glaube sogar sind mehrere Wiesen hier auf der Karte, die so von Gräben durchzogen sind, wo man sich so ein bisschen eine Idee machen muss, wie man das Ganze bewirtschaftet. Sehr, sehr cool. Auch ein schönes Detail ist eine Getreidehalle, die irgendwo mitten auf der Karte an der Hauptstraße auf einmal auftaucht, die ihr natürlich nutzen könnt, um euer Getreide dort abzukippen, denn separat kaufen kann man sie nicht. Also könnt ihr es wunderbar als Lager verwenden. Finde ich eine sehr, sehr schöne Sache. Die Biogasanlagen habe ich ja schon einmal kurz angeschnitten. Es gibt auch hier eine Biogasanlage, die keinen weiteren Hof hat, sondern eine reine Biogasanlage. Und auch diese ist vom Pumps & Hoses System. Und ja, Nachteil ist es, wenn ihr dieses DLC nicht habt. Ihr könnt euch dann natürlich eine andere Anlage draufbauen. Vorteil ist es aber in meinen Augen schon, denn es ist eine vernünftig funktionierende Biogasanlage mit dem Manure-System und mit diversen Separatoren. Beispielsweise ist hier auf der Haupt-BGA auch ein Separator mit verbaut, der Festmaterialien ausgibt, die ihr wiederum zum Düngen nutzen könnt. Also ich finde es persönlich sehr, sehr cool, dass das verbaut ist. Ist auch ein schönes DLC. Ansonsten habt ihr natürlich Durchfahrsilos, die sehr, sehr schick sind. Ihr habt Keilsilos, die ihr nutzen könnt. Ihr habt Unterstandsmöglichkeiten. Also ich finde hier so ein bisschen für jeden was dabei. Die Waldstücke habe ich bereits eingangs erwähnt. Die sind wiederum in sich selber gar nicht so dicht angesiedelt, was den ganz klaren Vorteil der Performance hat. Und Performance, das hat die Karte auf jeden Fall. Zwischen 70 bis 144 FPS ist hier bei mir alles drin. Ja, das ist einfach ein ganz klarer Vorteil. Performance ist definitiv richtig gut hier auf der Karte. Neben den üblichen Verkaufspunkten, die man auf einer Karte so hat, findet ihr auch einen Betrieb, wo ihr Saatgut, Kalk und Dünger zukaufen könnt. Das sind Silos, die dort frei platziert sind, ebenso wie so eine Hoftankstelle, ja, und ein Waschplatz. Aber eben auch ein Freibereich, wo man sich nach Fasson auch ein bisschen was hinbauen könnte. Dadurch, dass die Höfe generell abreißbar sind, könnt ihr euch natürlich immer umgestalten und noch ein paar Produktionen draufsetzen. Ist ein klarer Vorteil, ist ein klarer Pluspunkt dafür, ist ein klitzekleiner Nachteil, was vielleicht den Detailgrad angeht. Wobei das Thema Detailgrad bzw. fehlender Detailgrad nicht fair gegenüber der Karte ist, denn du hast auch an den Höfen definitiv genug Details, alte Metallteile, die irgendwo rumliegen. Also es ist nicht so, dass hier keine Details da sind. Im Gegenteil, man spürt schon schön den Flair der Karte und dass so ein Betrieb auch bewirtschaftet wird. Gerade eben erwähnte ich auch, dass Gebäude aus dem Mod-Hub verwendet werden und hier der Vorteil ist, dass viel abgerissen werden kann, da es einfach zusätzliche einzelne Gebäude sind. Ein weiterer Vorteil dabei ist aber auch, dass es eben nicht dieser klassische Look von Vanilla-Gebäuden ist, sondern man hat eben auch mal Mod-Gebäude, die ein bisschen anders aussehen und einen anderen Flair in die Karte reinbringen. Was ich persönlich besonders schön finde, was aber keine weitere Funktion jetzt im Spiel ist, das sind kleine Ortschaften, ein paar Einfamilienhäuser nebeneinander gereiht, gibt irgendwie immer einen Flair, den ich persönlich wahnsinnig wichtig finde für eine Karte, wenn du irgendwo eine kleine Ortsdurchfahrt hast, irgendwo ein paar Häuser hast. Ich weiß es auch nicht, aber für mich ist das ein Flair,
beziehungsweise fast schon ein Must-Have. In Summe erinnern mich die Gebäude auf der Karte auch immer so ein bisschen an das Nordische, was allerdings nicht ganz fair ist, denn die Karte im Offlum ist relativ westlich gesehen fast schon Richtung niederländische Grenze und auch dort passen die Gebäude und die Krämen natürlich sehr, sehr gut hin, denn das hat so einen niederländischen Touch. Die Karte als solche ist wirklich schön gestaltet, hat sehr gute Performance, hat ausreichende Anzahl an Höfen, die auch cool gestaltet sind und die vor allem euch noch irgendwo gestalterische Freiheit lassen, weil ihr eben viel löschen könnt. Das dürfte einige von euch wirklich freuen, denn es ist immer ein bisschen komplizierter, sage ich mal, in den Giants Editor reingehen zu müssen, um dort Dinge zu löschen. Für den normalen Nutzer, der damit keinen Umgang hat, kann das schon zu einem Problem werden. Ich finde, die Offlum ist thematisch gut platziert, dort wo sie hingehört als Nachbarortschaft der Landersum. Sie bietet genau das, was die Karte haben sollte. Sie bietet viel Viehwirtschaft, viel Schwein, viel Milchvieh. Sie bietet ordentlich Landfläche und sie bietet dünn besiedelte Siedlungen, was du halt in der Region eher mal irgendwo hast. Auch ziemlich cool sind zwei Kreisverkehre mit entsprechendem Dekoobjekt in der Mitte. Sieht man nicht ganz so oft, finde ich cool. Genauso wie die Texturen der Straßen und Wege. Das hat schon alles Hand und Fuß und gefällt mir sehr, sehr gut. Wie bereits eingangs erwähnt, ist die Karte im Modhub eingereicht. Wie lange es jetzt dauert, bis die Karte kommt, ja, das liegt ganz bei Giants. Und wenn die Karte dann draußen ist, könnt ihr euch selber mal ein Bild von der Offlum machen. Ich persönlich bedanke mich bei Map Design für die Möglichkeit, mir die Karte im Vorfeld mal etwas genauer anzuschauen und für die Möglichkeit, euch so ein kleines Übersichtsvideo darüber zu machen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, naja, ihr wisst ja, was zu tun ist. Bleibt bitte gesund und munter. Bis zum nächsten Let's Test auf meinem Kanal. Macht's gut. Tschüss.